es regnet. Aber es ist ein warmer Regen. Ich dachte, in Sizilien regnet es nie. Wir sind bald in Casarota. Ich wäre lieber in Palermo geblieben. Du, im vorigen Jahr schien die Sonne ununterbrochen, 3 Wochen lang. Es war um die gleiche Zeit. Der Ginster schien zu glühen. Jetzt sieht er aus wie Schwefel. Na, es tut mir leid, Lelia, dass es dir hier nicht gefällt. Wir hätten ebenso gut an die Côte d'Azur fahren können. Oder nach Abazir. Welcher Meilender fährt im Frühling ausgerechnet nach Sizilien? Ich wollte noch einmal herkommen. Und alles nur, um einen Menschen zu sehen, von dem du nicht einmal genau weißt, ob er wirklich mit dir verwandt ist. Wir bleiben nur ein paar Stunden in Casarota. Was sind das für komische Gestalten? Dunkelblaue Pelerinen mit einer Kapuze. Das sind Hirten. Sieht dein Verwandter auch so aus? Nein, der ist Fischer. Erzähl mir, wie du ihn getroffen hast. Ich habe es dir schon erzählt. Ja, ich hab's vergessen. Von den Carabinieri? Von den Carabinieri. Von Anfang an. Na schön. Der Maresciallo fragte mich in der Schreibstube oder im Büro, ich weiß es nicht, wie man das nennt, ob man mich belästigt hätte. Das werden wir gleich haben. Also, Sie sind belästigt worden. Das würde ich nicht sagen, Maresciallo. Dem Herrn wurde ein Fotoapparat gestohlen. Ist der wertvoll? Ja, ziemlich. Kostet ungefähr... Etwa 120.000 Lire. Donnerwetter. Ja, und jetzt zu dir. Name? Sie kennen mich doch, Maresciallo. Name, sage ich. Familienname, Vorname. Firino. Luca. Wie war das? Wie heißen Sie? Firino heiße ich. Luca Firino. Luca. Und du hast also dem Signore diesen tollen Apparat gestohlen? Ich habe ihn gefunden. Er hielt ihn in den Händen und ging damit weg. Erlauben Sie, ich bin eigentlich nicht der Ansicht, dass man mich bestehlen wollte. Sondern? Es ist wohl eher meine eigene Schuld. Der Apparat hängt einen schwer am Hals. Ich hatte ihn abgelegt, neben mich hin, auf die Mauer. Da sah ich den kleinen Esel. Ein winziger Esel, noch ganz struppig. Als wäre er erst vor einer Stunde zur Welt gekommen. Sie lieben Tiere? Bedingt. Aber diesen wollte ich streicheln. Und ich ging zu ihm hin. Aber was soll der Esel mit dem Diebstahl zu tun haben, Signore? Es war gar kein Diebstahl. Der Esel ging langsam weg und ich folgte ihm. Er wollte sich nicht streicheln lassen. Ich hatte den Apparat auf der Mauer vollkommen vergessen. Ein lebendes Wesen ist ja auch viel aufregender. Also, das kann ich nicht finden. Was ist dein Esel wert? Am liebsten hätte ich ihn gekauft. Aber wie soll ich ihn mitnehmen? Was mache ich in Mailand mit ihm? Ja, auch wollte er nichts von mir wissen. Er lief weg. Ein wenig taumelig, als wäre er betrunken. Ja, und? Und dann ging ich zurück und sah einen Mann. Eben Herrn Firino, der meinen Apparat in den Händen hielt. Und dabei stand der Carabiniere, der ihn festnehmen wollte. Ja, so war es. Und der Signore war sehr zornig über den Diebstahl. Ich hatte die Situation nicht gleich erfasst. Der Mann ist völlig unschuldig. Er sah einen herrenlosen Gegenstand auf der Mauer und nahm ihn in die Hand. Weiter ist nichts geschehen. Was sollen wir nun mit ihm anfangen, Ihrer Ansicht nach? Nichts. Er hat mir das Ding zurückgegeben und alles ist in Ordnung. Ja, wenn Sie es so wünschen. Aber ich rate Ihnen, geben Sie in Zukunft besser Acht auf Ihre Sachen. Raus mit dir, Luca. Hast Glück gehabt. Diesmal. Sie sind Mailänder und Sie fahren wieder zurück nach Mailand. Ja. Ach, Sie sind zu beneiden, Herr. Ich bin aus Padua. Ich bin seit 5 Jahren hier. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es sowas gibt. Lauter Spitzbuben allesamt. Hier in Casarota zum Beispiel. 80% aller erwachsenen Männer sind mindestens einmal im Gefängnis gewesen. Und die restlichen 20 wahrscheinlich nur deswegen nicht, weil sie nicht erwischt wurden. Dieser Luca hat gerade ein Jahr abgesessen. So. Alle Fischer sind gleichzeitig Schmuggler. Ab und zu werden sie dabei ertappt. Seit Jahren geht das so. Zigaretten, kistenweise. Und auch ganz heiße Ware, ja, das gibt es auch. Palermo ist der große Umschlagplatz dafür. Für ganz Europa. Wir halten die Ohren spitz, das kann ich Ihnen sagen.
Wenn man 5 Jahre hier ist, dann kennt man seine Brüder allmählich. Aber einmal, das schwöre ich Ihnen, da lasse ich diese ganze Blase hochgehen. Aber dieser Luca, der machte doch einen ganz harmlosen Eindruck. Ja, es mag sein. Unter den Fischern sind viele, die machen nur gelegentlich mit, weil sie sonst vielleicht verhungern würden. Draußen war er nicht mehr zu sehen. Ich dachte schon, ich würde ihn nie mehr finden. Ich konnte sein Gesicht nicht vergessen. Sein hässliches Gesicht? Nein, du kennst es nur vom Foto. Ein Gesicht, in dem überhaupt nichts drinsteht. Wie ein glatter Stein. Das Foto täuscht. Er sieht darauf aus wie ein General, der unverdienterweise einen Orden bekommen hat. Für eine Niederlage oder für einen Verrat. Vielleicht hatte er Angst vor dem Apparat. Warum? Es war schließlich eine Ehre für ihn, dass ich ihn fotografieren wollte. Er hat ihn kurz vorher zu stehlen versucht. Nach einer Stunde fand ich ihn. Er saß am Wasser bei den Booten. Ich setzte mich neben ihn. Ich sagte ihm meinen Namen, Mariano Ferrino. Ich sagte ihm, dass mein Vater in Casarotta geboren wurde und mit 18 Jahren nach Mailand ging, wo er im vorigen Jahr gestorben ist. Luca saß auf einem Stein. Das Meer war bewegt. Was wollen Sie von mir? Ich habe Ihren Apparat nicht gestohlen. Ich erzählte ihm weiter von meinem Vater. Er hieß Calogero. Er war klein und schwarz und streng. Er arbeitete vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Er roch nach Schrott und alten Autos. Ich mochte ihn nicht. Er gab mir nichts. Ich verließ ihn früh. Jetzt bin ich Architekt. Ich hörte auf, ihn zu besuchen. Ich kannte ihn kaum, ein sonderbarer, zorniger alter Witwer, der geizig und billig aussah. Er hat mir ein Vermögen hinterlassen. Ja, jetzt war ich 3 Wochen in Sizilien, morgen fahre ich wieder nach Hause. Aber ich wollte nicht wegfahren, ohne diesen Ort hier gesehen zu haben. Casarotta. Ich dachte ja nicht, dass ich Verwandte treffen würde. Aber es gibt Zufälle. Vielleicht sind wir nah verwandt. Ach, deshalb haben Sie mir geholfen. Sie wollten keinen Dieb zum Vetter. Was wollen Sie jetzt von mir? Nichts. Aber vielleicht willst du etwas von mir. Nein. Danke. Kann ich gehen? Oder... wenn ich Sie um etwas bitten dürfte. Aber gern, was soll es sein? Könnten Sie wohl ein Bild von mir machen? Wenn es sonst nichts ist. Und würden Sie es mir schicken? Ich werde es nicht vergessen. Gib mir deine Adresse. Einfach Luca Firino, Casarotta. Hier kennt mich jeder. Also los, stell dich hin. Wie willst du es haben? Die ganze Figur oder Kopf allein? Ich möchte mir zuerst noch zu Hause die Jacke anziehen und das Haar kämmen, wenn Sie erlauben. Wie du meinst. Gehen wir. Es ist nicht weit. Ich wohne hier, gleich an der kleinen Straße. Für wen soll das Bild sein? Für deine Eltern? Oder deine Frau? Nein, die sind gestorben. Und ein Mädchen, ja? Nein, einfach für mich selbst. Auf deine Geschwister? Niemand. Meine Tante wohnt bei mir, Tante Philippa. Aha. Aber die weiß ohnehin, wie ich aussehe. Wir kamen an einem alten Mann vorbei, der Netze flickte. Tag, Ciccio. Mein Vetter aus Mailand wird ein Foto von mir machen. Und der Alte griente und nickte. Hier wohne ich. Hier oben, bitte. Das Zimmer war grauenhaft. Ein Holztisch, 2 Kisten, eine Art Lager in der Ecke, die Alte, die mich anstarrte, und 5 oder 6 Hühner. Mit der alten Philippa hätte ich gerne gesprochen, vielleicht kannte sie meinen Vater. Aber ich wäre erstickt. Ich ging hinaus und wartete draußen. Es dauerte ziemlich lange. Und als Luca wieder erschien, da hatte er sich nicht sehr verändert. Nicht für meine Augen. Für ihn selbst war es augenscheinlich ein feierlicher Augenblick.
Er hatte eine Jacke angezogen, die etwas zu groß war, und eine schwarze kunstseidene Krawatte umgebunden. Und sein Haar, es war kurz geschnitten. Und ich dachte dabei ans Gefängnis. Sein Haar spiegelte, so glatt hatte er es mit Wasser an den Kopf geklebt. Erst machten wir die Fotos und dann gingen wir ins Café. Es liegt an der kleinen Piazza. Ein schöner Wagen. Ganz neu. Wem gehört er wohl? Es ist mein Wagen. Nein. So was. Mimmo? Guten Tag, Luca. Das ist mein Vetter aus Mailand. Bring uns zwei Kaffee. Guten Tag, Signore. Guten Tag. Zwei Kaffee sofort. Und der Wagen dort? Siehst du ihn, Mimmo? Der gehört meinem Vetter Mariano. Er war stolz auf mich. Er wurde immer fröhlicher. Er sprach jetzt frei und herzlich mit allen Leuten und auch mit mir. Er sah mich mit glänzenden Augen an. Ich dachte darüber nach, wie ich ihn dazu bewegen könnte, Hilfe von mir anzunehmen, weißt du? Ich fragte ihn behutsam aus und bald hatte ich herausgefunden, er hatte Schulden. Ja. Ja, riesige Schulden. Die Krankheit meiner Frau, die Beerdigung. Es war ein schlechtes Jahr. Na, ganz aufrichtig war er nicht. Er verschwieg mir die Geldstrafe, die er sich mit seinem misslungenen Schmuggel eingebrockt hatte. Ich ließ aber nicht locker. Wie viel also? Damals waren es 120.000 Lire. 120.000? Wie willst du denn das bezahlen? Er holte einen zerknitterten Zettel aus der Rocktasche. Die Kopie, bitte Sie selber. Schuldet Don Carmelo 200.000 Lire. Das ist aber mehr, als du sagtest, Luca. Ja, mit den Zinsen. 120.000 bekam ich. 200.000 müsste ich zurückzahlen. Das ist doch ein Wucherer. Nein, Don Camilo ist ein Freund, ein Wohltäter. Wer hätte mir sonst geholfen? Und es ist nicht gleichgültig, wie viel. Bezahlen kann ich weder das eine noch das andere. Aber deinem Freunde Don Carmelo wird es vermutlich nicht gleichgültig sein. Und der hat ja mein Boot. Als Pfand hat er mein Boot. Aha. Ein gutes Boot, viel mehr wert. Wenn ich es wiederhaben will, ich brauche nur die Schuld zu bezahlen. Aber so wie es mit mir steht, wird ihm das Boot bald ganz gehören. Ich hatte 200.000 Lire bei mir. Aber ich wollte sie ihm nicht in die Hand geben. Für ihn war es eine viel zu große Summe. Irgendein Schlauer konnte sie ihm ja abnehmen. Ich schlug ihm vor, zu seinem Don Carmelo zu gehen, um dort sein Pfand auszulösen. Ja, ich weiß nicht, ob Don Carmelo damit einverstanden ist. Oh, Geld nimmt man immer gern. Aber Don Carmelo ist sehr empfindlich. Er wünscht nicht, dass man erfährt, wie er mir geholfen hat. Wo wohnt er? Hier an der Piazza. In dem Haus dort drüben. Vielleicht hat er uns schon bemerkt. Umso besser. Komm, Luca, wir gehen hin. Er ist vielleicht gar nicht zu Hause. Er war zu Hause. Ein kleiner Dorfkaune? Oh nein, ein alter, sehr aufrechter Mann mit einer gewissen Würde, wie ein Bauer oder wie ein Beamter. Sichtlich daran gewöhnt, respektiert zu werden. Guten Tag, Luca. Wen bringst du mir dann? Entschuldigen Sie, Don Carmelo, dass wir stören. Ich bin Mariano Ferino. Sizilianer? Aus Mailand. Mein Vater war Sizilianer. Bitte, nehmen Sie Platz. Du auch, Luca? Ihr Vater, sagen Sie? Sind Sie am Ende ein Sohn von Calocciaro Ferino? Ja. Ich habe Ihren Vater gut gekannt. Er ist als junger Bursche fortgegangen. Wie geht es ihm? Er ist tot. Und du, Luca? Warum bist du nicht schon früher zu mir gekommen? Ich habe was für dich. Luca ist ein ausgezeichneter Matrose. Er versteht was von Motoren. Eigentlich solltest du zur See gehen, Luca. Wenn Sie meinen, Don Camilo. Aber ich muss für Tante Philippa sorgen. Hör zu, Luca. Wir haben da jetzt so ein neues, schnelles Motorboot. Groß und kräftig. Aber keiner kann mit dem Motor umgehen. Ich habe an dich gedacht. Luca wollte eigentlich etwas Geschäftliches mit Ihnen erledigen, Don Camilo. Etwas Geschäftliches? Hm. Was haben wir für Geschäfte miteinander? Ich kann mich nicht erinnern. Sie haben ihm Geld geliehen. Hat er Ihnen das gesagt? Als meine Frau krank war und für die Beerdigung. Ach, das meinst du.
Nicht der Rede wert. Ich möchte das in Ordnung bringen. Hat keine Eile. Oder ist es so, dass du deine Leder jetzt selber übernimmst? Mit der Fischerei ist es schwach, Luca. Willst du nicht lieber für mich arbeiten? Erlauben Sie, Don Carmelo, Luca ist nun mal Fischer, nicht wahr? Und wenn er sein Boot zurückbekommt, Leder heißt es, dann kann er auch wieder damit anfangen. Das muss Luca entscheiden. Luca hat sich schon entschieden. Deshalb bezahle ich ihm ja diese Schuld. Er möchte wieder selbstständig werden, nicht wahr, Luca? Ja, natürlich, so ist es. Also darf ich Ihnen einen Scheck ausstellen, Don Carmelo? Wir halten nicht viel von Schecks. Bar wäre mir lieber. Wie Sie wollen. Also, 110, 120.000, bitte. 200. Ach ja, ich vergaß die Zinsen. Übrigens beachtliche Zinsen für einen Freundschaftsdienst. Was wollen Sie damit sagen? Dass die Freundschaft mit Ihnen ziemlich teuer ist. Aber es geht mich ja nichts an. Also, 80, 200.000, bitte. So war es abgemacht, Mariano. Don Carmelo hat mir damit einen großen Dienst erwiesen. Ich hatte ihn um seine Hilfe gebeten. Er hat keinen Augenblick gezögert. Ich muss ihm dankbar sein. Don Carmelo, mein Vetter versteht das vielleicht nicht ganz. Wenn jemand mein Wohltäter ist, dann sind Sie es, Don Carmelo. Lass das. Jetzt kannst du tun, was du willst. Ja, das Boot gehört wieder dir. Du kannst gewissermaßen von vorn anfangen. Und wen willst du noch nehmen? Du brauchst ein paar Leute. Nun, dieselben wie früher. Chicho und Gaetano und ich habe eine Menge Freunde. Die kommen alle mit. Ich werde es Ihnen sagen. Sie sind ja auch meine Freunde. Also, wir wollen Sie nicht länger aufhalten, Don Carmelo. Leben Sie wohl, Signor Ferrino. Und du, Luca? Ja, Don Carmelo? Nimm dir dein Boot. Das hättest du nicht sagen dürfen. Was denn? Das mit den Zinsen. Er war gekränkt. Er war böse. Ich finde, er hat zu viel an dir verdient. Mag sein, aber das darf man ihm um Gottes Willen doch nicht sagen. Warum nicht? Er ist allgemein geachtet. Alle achten ihn und haben Respekt vor ihm. Er ist das gewohnt. Hier geschieht nichts gegen seinen Willen. Er hat das Geld genommen. Er schien mir ganz zufrieden. Und du, Luca, bist du nicht froh, dass du diese Schuld los bist? Niemand hat dir was zu sagen. Du kannst machen, was du willst. So, und jetzt zeig mir deine Leder. Er hat drei Söhne. Den Abgeordneten in Rom, den Bankdirektor in Palermo, den Amerikaner und seine Schwiegersöhne. Wovon sprichst du? Von Don Carmelo. Oh, da ist mein Boot. Gaetano! Cesare! Leder gehört wieder mir! Freust du dich? Ja, sehr. Noch heute Nacht gehe ich auf Fang. Mariano, kommst du mit? Nein, leider nicht. Keine Zeit. Mariano, warum hast du das für mich getan? Du gefällst mir. Ich kann's nicht begreifen. Niemand könnte das begreifen, einfach so, ohne irgendetwas dafür zu verlangen. Auf Wiedersehen, Luca. Ich muss jetzt weiter. Fährst du jetzt nach Palermo? Meine Ferien sind zu Ende. Morgen Abend bin ich in Mailand. Vielleicht komme ich mal wieder. Nach einem Jahr oder so. Auf Wiedersehen. Komm gut an. Und du? Mach einen schönen Fang heute Nacht. Und wenn du wiederkommst, bleib länger. Dann fahr ich dich aufs Meer hinaus. Ja, das war vor einem Jahr. Was meinst du, Lili? Sollen wir heute mit Luca aufs Meer hinausfahren? Es hat aufgehört zu regnen. Das Foto habe ich ihm natürlich nicht geschickt. Vergessen. Dafür bringe ich es ihm mit. Auch ein Grund, nach Casarotta zu fahren. Nicht der einzige. Ich will sehen, wie gut es ihm geht. Hier ist es. Hat er Kinder? Nein, das einzige war gestorben an der Grippe. Entschuldigen Sie bitte,
Suchen Sie jemanden? Ich suche Luca Fiorino. Er wohnt doch hier. Geht mal raus, ihr Kleinen. Vor einem Jahr wohnte er hier. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin erst seit Dezember in dieser Wohnung. Aber Sie kennen Luca Fiorino? Nein, kenne ich nicht. Du kennst auch keinen Luca Fiorino? Nein, wer ist das? Er ist Fischer. Er hat hier ein Boot. Es heißt Leda. Nein, ich weiß nicht, wen Sie meinen. Nunzia. Hast du was davon gehört? Nein, nichts gehört. Ja, dann entschuldigen Sie bitte. Ja, es tut mir leid. Wir werden ihn schon finden. Danke. Ja, komm, Lenia. Das war der Vetter aus Mailand? Ja. Der im vorigen Jahr hier gewesen ist? Ja, von dem Luca das Geld bekommen hat. Don Carmelo sagte, Luca hat jetzt sein Boot wieder, aber er wird niemanden finden, der mitfährt. Ja, was soll man da machen? Wenn Don Carmelo etwas verlangt, dann muss man es tun. Sonst ist man plötzlich selber ohne einen Freund. Mir war es nicht recht, aber wie konnte ich anders? Luca hatte sein Boot wieder und wir standen am Strand. Und er kam zu uns, weil wir ja früher mit ihm gefahren waren. Kommst du mit, Super? Wann soll ich kommen? Am liebsten heute Nacht. Nein, Luca. Ja, heute Nacht kann ich nicht. Aber du, Antonio. Ja, du hast ein Boot wieder. Ja, es gehört wieder mir. Wenn ich noch drei Männer finde, die mitkommen... Mit mir darfst du nicht rechnen, Luca. Warum nicht? Wir sind doch gut miteinander ausgekommen. Und mit mir nicht. Mangiagallo. Was willst du, Luca? Ich suche eine Mannschaft für mein Boot. Und? Was willst du von mir? Ich dachte, wenn du vielleicht mitkommst. Mit dir nicht. Nimm es uns nicht übel, Luca. Vielleicht fährst du am besten allein. Allein? Wie soll ich das machen? Nimm die Setzangel. Das kannst du zur Not allein machen. Mit der Setzangel. Ja, so ist das gewesen, uns ja. Wir konnten ihm nicht helfen, wenn wir nicht selber unsere Arbeit verlieren wollten. Jetzt ist er tot. Ich habe ihn nicht getötet. Aber warum musste er getötet werden? Das weiß ich. Hört mal zu, Kinder. Könnt ihr mir sagen, wo Luca Fiorino wohnt? Wo Luca Fiorino wohnt? Fulcenzio! Ja! Die Straße ist eine Kehrichtgrube. Die Kinder sind alle krank, voller Grind und Ausschlag. Und deinen Luca wirst du nie finden. Wir gehen zum Strand. Ich will sehen, ob sein Boot da liegt. Und die Fischer werden bestimmt wissen, wo er jetzt ist. Warum sehen uns die Leute alle so böse an? Ich weiß nicht. Der junge Mann vom vorigen Jahr. Lukas Freund. Wieso Freund? Er kam an, ein Fremder. Was wollte er von Luca? Er gab ihm Geld. Das weiß jeder. Aber wofür? Mit dem Geld, das der in seiner Brusttasche hatte. Damit könntest du ein Jahr leben. Oder zwei. Verzeihen Sie, wissen Sie vielleicht, wo ich den Fischer Luca Fiorino finden könnte? Komm. Hier ist die Stelle, wo ich mit Luca saß und wo wir uns unterhalten haben. Kein schöner Strand. Nein, aber hier liegen die Boote. Und wo ist Leda? Ich glaube, dort an der Mole. Ja, das Blaue. Zwei Männer stehen drin. Ja, das heißt Leda. Ich kann es lesen. Komm, wir gehen hin. Luca! Ist er das? Na, wer soll es sonst sein? Luca! Hier ist kein Luca! Ist das nicht das Boot von Luca Fiorino? Was sagen Sie? Ich kann nicht verstehen! Erwarten Sie doch einen Augenblick! Fahren Sie nicht ab! Wirf los, Mangiagallo, wirf los! Wir müssen weg! Einen Augenblick, ich will Sie was fragen! Weg von hier, das ist Lukas Vetter! Mit dem habe ich nichts zu sprechen! Leda! Leda! Ja, ruf nur! Ich höre dich nicht! Was will er? Er fragte nach Luca. Dann verstehe ich, dass du dich davon machst. Wieso? Weil du damals in der Nacht Luca betrogen hast. Betrogen und angeschmiert. Was weißt du davon? Du hast mir erzählt, wie ihr mit Motorschaden auf dem Meer gelegen seid.
in Don Carmelos Schnellboot. Na und? Weißt du, was das bedeutet? So nah bei der Küste? Und immerzu sind Patrouillenboote unterwegs. Und wie dann etwas herantuckert, fällt euch schon das Herz in die Hosen. Aber es war keine Zollpatrouille. Es ist Luca, der nach seinem Netz angeln sehen will. Wir sagten ihm, er soll uns ins Schlepp nehmen. Er weigerte sich. Einfach nein. Natürlich wollte er nicht. Wenn man frisch aus dem Gefängnis kommt, ist man anfangs immer sehr vorsichtig. Er hatte sich wahrscheinlich geschworen, nur noch zum Fischen aufs Meer hinauszufahren. Er lag einige Meter ab. Er wusste, wenn wir seine Reling zu fassen kriegen, dann lassen wir nicht mehr los. Habt ihr Ware an Bord? Nein, keine Ware, Luca. Da komm heran und überzeug dich. Was macht ihr denn hier? Mit dem Schnellboot? Nachts? Wir waren in Ustica. Du kannst ruhig herankommen. Ich werf dir die Trosse zu. Nein! Blattstill war es. Nicht einmal Dünung. Aber die Dämmerung war nicht mehr weit. Esposito hatte Angst. Esposito ist ein nervöser Herr. Hol ihn mit den Bootshaken heran. Er ist zu weit ab. Er ist vorsichtig. Er traut uns nicht. Kennst du mich, Luca? Nein. Ich bin Esposito. Ich bin ein Freund von Don Carmelo. Don Carmelo hat mir das Boot geliehen. Ich muss nach Ustica fahren. Ich bin aus Palermo. Ich kenne Sie nicht, Signor Esposito. Ich muss sofort an Land. Und ich muss zu meinen Netz angeln. 1000 Lire, wenn du mich an Land bringst, Luca. Das war klug von Esposito, so wenig zu bieten. Hätte er 10.000 gesagt, hätte Luca die Gefahr bemerkt. Aber 1000? Wo an Land? Gleich hier an der Küste, in der Sassi-Bucht. Aber nur Sie. Keine Ware. Nur mich. Gut. Kommen Sie herüber. Und Esposito nahm seine Ledertasche und sprang in Lukas Boot. Eben, das war der Betrug. Luca war zu lange fort gewesen. Wenn er an Ware dachte, dann an Kisten mit amerikanischen Zigaretten. Man sitzt im Gefängnis und die Mode verändert sich. Woher sollte er wissen, dass so eine Ledertasche, gar nicht groß, man trägt sie unter dem Arm? Ja, was kann die manchmal wert sein? Die von Esposito war genau 50.000 Dollar wert. Und deshalb sage ich, dass du ihn betrogen hast, als du ihm sagtest, es wäre keine Ware da. Sagt er nicht, dass jeder ihn hier kennt? Ja, das hat er gesagt. Aber hier scheint ihn niemand zu kennen. Ja, merkwürdig. Und wenn er ein Schwindler ist? Als er merkte, dass du dich für ihn interessiertest, dachte er sich die Geschichte mit der Schuld aus. Und dann hat er vielleicht mit Don Carmelo als Partner... Das glaube ich nicht. Wir gehen ja jetzt zu Don Carmelo. Er hat sich zwar damals über mich geärgert, aber er wird bestimmt wissen, wo Luca steckt. Sie wünschen? Ich möchte Don Carmelo sprechen. Wer sind Sie? Ich heiße Fiorino. Ich weiß nicht, ob Don Carmelo zu Hause ist. Ich werde nachsehen. Hübsche Figuren, Don Carmelo. Allerliebste Figuren. Ich hatte sie gerade wie gewöhnlich gesegnet. Denn Sie wissen ja, die Figürchen gehen zum größten Teil nach Amerika und unsere Landsleute haben sie sehr, sehr gern. Da fiel mir ein besonders hübscher Sant'Antonio auf und ich bat, ob ich ihn wohl haben dürfte. Einen besonderen materiellen Wert haben diese Figuren ja nicht, zumal in der Fabrik. Aber der Aufseher sagte, nein, den Sant'Antonio nicht, der ist in New York besonders beliebt. Nehmen Sie stattdessen diesen hier, der ist genauso schön hochwürden. Und der gab mir einen kleinen Calogero. Aber mir gefiel nun einmal der Antonio besser. Er hatte ein besonders süßes Lächeln. Und als der Aufseher wegging, da habe ich den Calogero zurückgelegt und habe ganz heimlich den kleinen Sant'Antonio stibitzt. Das war bestimmt keine Sünde. Ja. Was gibt's, Zimmerfalle? Ein Herr Fiorino möchte Sie sprechen, Don Carmelo. Wer? Ein Herr Fiorino. Ich bin nicht zu Hause. Ich werde es ausrichten. Aber nun kommt das Merkwürdige. Ein Jahr stand der kleine hübsche Sant'Antonio auf meiner Kommode. Bis gestern. Denn gestern hat meine junge Katze mit ihm spielen wollen. Und dabei stieß sie ihn von der Kommode und er zerbrach. Und warum finden Sie das so merkwürdig, Don Celestino? Die kleine Katze Don Carmelo sprang nämlich hinterher und spielte mit den Scherben weiter. Und mit dem Sand. Oder war es ein Pulver, das die Figur verstreut hatte?
Und als es ihr langweilig geworden war, ich hatte inzwischen die Scherben zusammengekehrt und fortgeworfen, da zeigte sie auf einmal ein höchst absonderliches Benehmen. Sie war ganz außer sich. Eben noch saß sie still da und leckte und putzte ihre Pfoten. Dann begann sie zu taumeln und zu springen und war wie betrunken. Und auf einmal war sie tot. Und was schließen Sie daraus, Don Celestino? Es muss etwas Schädliches in diesem Sande oder diesem Pulver gewesen sein. Vielleicht Schwefel? Wir haben ja Schwefel in Sizilien. Man weiß ja, dass Schwefel nicht gesund ist. Man könnte sich auch eine andere Erklärung vorstellen. Vielleicht gibt es mehrere Erklärungen. Zum Beispiel der Teufel. Der Teufel soll doch manchmal in den Körper eines Tieres schlüpfen. Ja, das kommt vor, wenn auch selten. Und als er dann im Leibe ihrer kleinen Katze auf einmal mit dem heiligen Antonius zusammenstieß, da war es um ihn geschehen. Ich weiß nicht. Ich denke eher, dass das Pulver... Der Teufel war es, nicht das Pulver, Don Celestino. Ich bin vielleicht zu bescheiden, diese Erklärung anzunehmen, denn dann müsste mein Segen ja eine ungeheure Kraft haben, so mächtig, dass der Teufel geradezu explodiert. Seien Sie stolz darauf, Don Celestino. Und wenn ich das nun dem Fabrikanten erzähle, könnte ich eigentlich... Über die stibitzte Figur würde ich lieber nicht sprechen. Ich meine nur, wenn meine Arbeit so wirksam ist, könnte sie vielleicht etwas besser honoriert werden. Meine Pfarre in Palermo ist klein und arm. Verlangen Sie ruhig das Doppelte. Aber reden Sie nicht weiter darüber. Das Doppelte? Ich kenne den Besitzer der Fabrik. Wenn auch nur flüchtig. Aber ich werde ihm einen Wink geben. Tausend Dank, Don Carmelo. Einen Augenblick. Don Carmelo. Ja? Es ist in Ordnung. Die Straße wird gebaut. Sie bekommen den Auftrag. Bitte sehr. Mein Sohn wird morgen noch einmal mit dem Minister sprechen. Aber ich kann Ihnen schon heute sagen, dass die Sache... Wir werden ihn nicht finden, Mariano. Vielleicht versteckt er sich vor mir. Vielleicht hat er Angst, dass ich das Geld wieder von ihm zurückverlange. Ich bin müde. Diese bröckligen Häuser... Diese schmutzigen Straßen, diese bösen Gesichter. Ja, damals kam mir alles hübscher vor, aber ich will wissen, was geschehen ist. Das ist ein alter Mann, den ich damals auch gesehen habe, Lilia. Ja, er kannte Luca. Der heißt Ciccio, glaube ich. Na, dann frag ihn. Guten Tag. Guten Tag, Signore. Genau wie vor einem Jahr. Damals sah ich Sie hier sitzen und Ihr Netz flicken. Heute wieder. Es kommt mir vor, als hätten Sie ein ganzes Jahr lang unbeweglich auf der gleichen Stelle gesessen und Netze geflickt. Sehen Sie sich das an, Signore. Das muss ein Delfin gewesen sein. So große Löcher. Aha. Ja. Immer sind Sie hungrig. Man sagt, Sie sollen klug sein. Ich wollte, Sie wären dümmer. Erinnern Sie sich? Vor einem Jahr? An wen soll ich mich erinnern? An mich, zum Beispiel? Ich weiß nicht. Kann sein, Signore. Ich war damals hier zusammen mit Luca Fiorino. Nein. Ich erinnere mich nicht. Er sagte Ciccio zu Ihnen. Es gibt viele, die so heißen. Wo ist Luca jetzt? Wie soll ich mich an alles erinnern? Ich dachte... Luca wäre Ihr Freund. Nein. Sehen Sie, Signore, ich bin alt. Und die Menschen sind mir alle ziemlich gleichgültig geworden. Ich kann sie kaum noch unterscheiden. Luca Fiorino, sagen Sie. Ja? Ja, kann sein. Vor einem Jahr, sagen Sie. Das glaube ich kaum. Vor sehr, sehr langer Zeit vielleicht. Wann? Das weiß ich nicht mehr. Wenn Sie scharf nachdenken. Ich habe längst aufgehört, nachzudenken. Versuchen Sie es. Ich kann mich nicht erinnern, Signore. Schade. Nichts zu machen.
Locchio. Unglücksbringer. Geh weg. Aus und zu Ende. Nie wieder darüber sprechen. Mit niemandem. Wie Luca damals zurückkam. Von den Setzangeln. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ziemlich früh am Morgen noch. Er machte sein Boot fest und sagte: Guten Morgen, Ciccio. Guten Morgen, Luca. Hast du was gefangen? Nicht einen Fisch. Wenn du am frühen Morgen hier ankommst mit deinem leeren Boot, das macht keinen guten Eindruck, Luca. Mir kann keiner mehr was anhaben. Nun war er ja gerade im Gefängnis gewesen, wegen Konterbande. Und da kam auch schon der junge Carabiniere, der hier immer spioniert. San Giuseppe Cornuto, dachte ich, wenn Luca jetzt nicht erklären kann, warum er nichts gefangen hat. Wo bist du gewesen, Luca? Beim Fischen, Carabiniere. So, die ganze Nacht. Und nichts gefangen? Man hat nicht immer Glück. War Ciccio mit dir? Ich flickte mein Netz und hörte nicht. Wenn ein Carabiniere mich etwas fragt, bin ich fast taub. Nein, Ciccio war nicht mit. Ich will dich nur warnen, Luca. Wenn du nochmal erwischt wirst, gibt es einige Jahre. Deswegen tue ich es auch nicht, Carabiniere. Wo bist du in der Nacht gewesen? Abends legte ich die Setzangel aus. Und dann? Dann musste ich natürlich bis zum Sonnenaufgang warten. Und was tatst du bis zum Sonnenaufgang? Ich hatte einen Auftrag. Aha. Jemand hat mich bestellt. Der wollte, dass ich ihn von Ustica herüberhole. Du warst also in Ustica? Ja. Wen solltest du abholen? Signor Esposito. Er ging in das Sassibucht an Land. Er wurde dort erwartet. Und die Ware? Keine Ware. Ich bin doch nicht verrückt. Nur Signor Esposito. Er trug einen grauen Anzug und hatte einen Strohhut auf. Kein Schmuggler. Ein Herr. Und er hatte nichts bei sich. Eine kleine Tasche, sonst nichts, keine Ware. Und das soll ich dir glauben? Fragen Sie ihn. Du sagtest, er wurde erwartet. Von wem? Kein Lastwagen, Carabiniere. Don Carmelo, in einem schönen neuen Wagen. Es war doch dunkel. Wie konntest du sehen, wer dort wartete? Doch ich habe es genau gesehen. Als er die Tür vom Auto öffnete, wurde das Innere hell. Und da saß Don Carmelo. Sie fuhren dann ab nach Casa Rota zu. Und ich fuhr zu meinen Setzangeln. Warum fragen Sie das alles? Ich habe doch nichts getan. Du wirst es vielleicht zu Protokoll geben. Ich will auf ehrliche Weise mein Brot verdienen. Meine Papiere sind in Ordnung. Wenn Sie mich jedes Mal verhören, wenn ich vom Fischfang komme... So war das. Er ging ganz langsam nach Hause. Er dachte nach, er begriff nicht. Ich hatte es an jenem Morgen auch noch nicht begriffen. Luca hatte angefangen zu lügen. Er war ja gar nicht in Ustica gewesen. Aber er wollte einen Zeugen für seine Unschuld nennen. Und weil er dachte, dass das Schnellboot immer noch draußen lag, und weil er dachte, dass es Ware an Bord hätte, wollte er das nicht angeben. Aber ich hatte genau zugehört, und ich wollte auf alle Fälle später zu Don Carmelo gehen und ihm das alles erzählen. Don Carmelo liebt es, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Ich bin müde, Mariano. Wir setzen uns gleich ins Café, Lelia. Aber zuerst gehe ich noch hier in die Wachstube. Du brauchst nicht mitzukommen. Geh schon voraus ins Café. Ja, ist gut. Guten Tag, Carabiniere. Ich wollte Sie um eine Auskunft bitten. Worum handelt es sich? Sie kennen doch die Bewohner dieses Ortes. Nicht sehr gut. Wir sind erst seit 6 Wochen in Casa Rota. Ich suche einen Verwandten. Er heißt Luca Ferino. Wo wohnt er? Das möchte ich eben von Ihnen erfahren. Da müsste ich mal nachsehen. Buon tempi. Jawohl, Capitano. Jawohl, verstanden.
Was wollten Sie doch gleich? Die Adresse von Luca Fierino. Wir haben hier kein Adressbüro. Aber Sie wollten doch eben noch nachsehen. Bitte tun Sie es. Ich sagte Ihnen, wir sind erst seit 6 Wochen hier. Und wir führen keine Adressen. Tut mir leid. Dankeschön. Du warst aber ziemlich unfreundlich, Buontempi. Wunsch des Capitano. Was sagte der Capitano? Keine Auskunft an solche Leute. Die wollen wegen irgendwas stumm machen. Zwei Espresso, bitte. Sie wünschen? Zwei Espresso, bitte. Zwei Espresso. Ich suche jemanden. Ein Fischer, Luca Fierino. Wissen Sie, wo er wohnt? Die Fischer sind um diese Zeit gewöhnlich in Castellammare del Golfo zum Thunfischfang. Und Luca auch? Das kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich. Wenn du jetzt nach Castellammare fahren willst. Er ist also wahrhaftig wiedergekommen. Diesmal mit einer Frau. Jung verheiratet, oder? Ja? Vielleicht auch nur eine Freundin. Na, der ist verheiratet, das sieht man. Er fragt nach Luca. Also weiß er noch nichts. Er wird doch nichts erfahren. Es sei denn, er geht auf den Friedhof. Auf tragische Weise ums Leben gekommen. Ein Viertel aller Kreuze auf unserem Friedhof hat diese Inschrift. Auf tragische Weise ums Leben gekommen. Die männlichen Gräber natürlich nur. Aber die Fremden geht das nichts an. Jetzt sitzen sie da und warten auf ihren Kaffee. Und Don Carmelo? Ich bin sicher, Don Carmelo sitzt an seinem Fenster und betrachtet sich die beiden Leute. Sie werden wieder wegfahren. Für immer. Und Don Carmelo wird aus seinem Haus kommen und wird eine Weile auf dem Platz hin und her gehen, langsam, denn er ist neuerdings etwas kurzatmig. Und seine Freunde werden sich zu ihm gesellen und neben ihm leise mit ihm sprechen. Und er wird sie anhören und wird ihnen seinen Rat geben. Ein großer Mann, der allen hilft. 2 Milliarden soll er besitzen. Man sieht es ihm nicht an. Schwarz wie ein Priester und voller Würde. Zu Mussolinis Zeit ließ Moro ihn einsperren, aber nicht für lange. Niemals konnte man irgendwas gegen ihn finden. Seine Akten sollen so dick sein wie ein Telefonbuch. Aber immer wieder frei, aus Mangel an Beweisen. Und diese Akten sind dann eines Tages verschwunden gewesen, irgendwo abgeschickt und irgendwo nicht angekommen. Weg, sagt man. Und vor einem Jahr. Vor einem Jahr kam es nicht einmal zu einer Anklage. Obgleich der ganze Ort voll war von Uniformierten. Mit ihren dummen uniformierten Gesichtern. Voller Angst, aber ohne sie zu zeigen. Und eben deswegen so starr. Aber die sind ja viel zu langsam. Don Carmelo war schneller. Er wusste alles, wie die Polizei es wusste. Er meldete den Carabinieri, dass nachts sein Wagen gestohlen worden sei. Bevor die auch nur ahnten, dass eben dieser Wagen auf der Straße nach Palermo, 3 Kilometer von Monreale, einen Unfall gehabt hatte. Aus der Kurve gerast. Einer der motorisierten Polizei, nicht einmal im Dienst, einfach so, nachts unterwegs von hier nach Palermo, hatte bemerkt, dass da ein Auto an ihm vorbeifährt, dessen Rotlicht hinten nicht brennt. Er fährt dem Wagen nach und will das nur sagen. Worauf der andere immer schneller wird und sich nicht einholen lässt und schließlich aus der Kurve saust. Der Wagen von Don Carmelo, wie sich viel später herausstellt, mit einem unbekannten Fahrer drin. Ein toter Mann in grauem Anzug. Nebenbei noch ein Strohhut. Und die Aktentasche mit der Ware, die mehr wert ist als Gold. Ihr Wagen, Don Carmelo? Wurde heute Nacht gestohlen. Ich habe es um 8 Uhr früh gemeldet. Ein Mann namens Esposito? Kenne ich nicht. Eine Aktentasche? Nie gesehen. Wo waren Sie? Ich habe geschlafen, ich bin früh zu Bett gegangen. Zeugen kann ich benennen. Und die Uniformierten wimmeln im ganzen Ort herum mit ihren dummen Gesichtern. Don Carmelo?
war zu Hause, hat geschlafen. Na ja, er war nicht mitgefahren. Er war von der Bucht nur bis Casarotta gekommen und dann hatte er den Esposito allein weiterfahren lassen. Er war einfach müde, rheumatisch, besonders im Frühling. Und abends hatten sich die Uniformierten wieder aus Casarotta zurückgezogen. Luca hatte den ganzen Tag geschlafen und wusste nichts. Er wusste nicht, dass er etwas gesehen hatte, was er nicht hätte sehen dürfen. Und noch schlimmer, dass er darüber geredet hatte. Und während die Uniformierten ihre Protokolle zusammenstellten und die einzelnen Stücke miteinander verglichen, schlief er immer noch. Und irgendwann, heute, morgen oder übermorgen, würde das Mosaik, das die Uniformierten zusammenbastelten, einen neuen Sinn ergeben. Und dann würden sie Luca in die Zange nehmen. Was hatte er da morgen erzählt? Wen gesehen? Wessen Wagen? Um welche Zeit? Und so kam er um die Dämmerung über den Platz geschlendert. Und Don Carmelo saß hier im Café. Und wie Luca ihn grüßte, rief er ihn an seinen Tisch. Es war weit und breit kein Uniformierter zu sehen. Und später, als es geschehen war, hatte auch niemand den Uniformierten gesagt, dass Luca und Don Carmelo an diesem Abend miteinander gesprochen haben. Es dauerte nicht lange. Dann ging Don Carmelo hinter die Theke ans Telefon. Er wollte Giardinello anrufen, sagte er. Aber er wählte nicht Giardinello. Er wählte Pattinico. Ich habe es ganz deutlich gesehen. Er sprach leise. Ich verstand kein Wort. Und dann kam er zurück und sagte zu Luca, es ist in Ordnung. Du wirst um 10 Uhr abgeholt. Und Luca dankte ihm und ging nach Hause. Es war 8 Uhr. Da ist wieder der Alte. Ciccio! Ist er wirklich so vertrottelt oder tut er nur so? Hier sind alle so. Sie leben in der Steinzeit. Und da geht Ciccio. Und zwar, er geht nach der Straße, wo Zifilippa wohnt. Und wahrscheinlich wurde ihm aufgetragen, falls diese beiden Zifilippa finden sollten. Hast du verstanden, Zifilippa? Ja. Du weißt, was du zu sagen hast, wenn dieser Mann dich doch noch finden sollte? Ja. Wovon lebst du, Zifilippa? Ja. Hör zu, ich frage dich, wovon du lebst. Ich lebe vom Boot, das Luca mir hinterlassen hat. Bekomme etwas von jedem Fang. Und du willst nicht, dass dieses Boot eines Tages nur ein schwarzer Haufen von zerbrochenen Planken ist? Geh weg, Ciccio. Ich habe verstanden. Heiliger Antonius, hilf mir. Ich kann einen Toten nicht wieder lebendig machen. Luca, geh nicht hin. Aber das habe ich damals nicht gesagt. Ich habe ihn beruhigt. Obgleich er auf einmal angefangen hatte, sich zu fürchten. Einen Brunnen sollst du also bewachen, Luca? Sagt er. Dann hat er sich mit dir versöhnt. Ich weiß es nicht. Ich will es glauben. Ein Brunnen in Giardinello. Vielleicht 14 Tage lang. Gut, gut, Luca. Man darf ihn nicht ärgern. Er sagte, der Wächter sei plötzlich krank geworden. Aber warum nimmt er gerade mich? Don Carmelo hat viele Brunnen. Ich glaube, er hat fast alle Brunnen. Und jeder, der ein paar Orangenbäume hat, muss ihm das Wasser bezahlen. Wie viel zahlt er dir? 1000 Lire täglich. Du musst kassieren. Er weiß, dass er sich auf dich verlassen kann. Wie spät ist es? Noch nicht 10. Die Uhr hat noch nicht geschlagen. Um 10 soll ich abgeholt werden. Warum in der Nacht? Du musst wahrscheinlich gleich anfangen mit dem Bewachen. Sag, Zifilippa,
Er hat sich über diesen Herrn aus Mailand, diesen Mariano, den Vetter, geärgert. Glaubst du, dass das ein Grund wäre, mich... Kein Grund. Eine Kleinigkeit. Er hat dem Fremden verziehen, das siehst du doch. Sonst hätte er dir keinen Auftrag gegeben. Kann sein. Trotzdem, ich würde lieber nicht nach Giardinello fahren. Ich weiß nicht, warum. Es ist sehr einsam dort. Wie viele sind schon in eine solche Gegend gefahren und man hat nie wieder etwas von ihnen gesehen? Du warst zu lange im Gefängnis, das hat dich ängstlich gemacht. Du gehst hier im Zimmer immer noch herum wie ein Gefangener. Warum öffnest du das Fenster? Damit ich höre, wenn die Uhr 10 ist. Was nimmst du mit? Ein Brot und eine Flasche Wein. Ich habe es schon im Sack. Sonst brauche ich nichts. Angst. Wer Angst hat, ist schon zur Hälfte verloren. Gib Acht. Und wenn du etwas merkst, dann sei rascher als der andere. Womit denn? Ich habe keine Waffe. Ich soll die vom kranken Wächter nehmen, wenn ich dort bin. Aber wenn ich gar nicht bis nach Giardinello komme? Ich will das nicht anhören. Was ist das für ein Gejammere? Du bist ein Mann. Am liebsten würde ich weggehen. Ich nehme das Boot, ich fahre nach Castellammare oder weiter nach Sciacca, wo mich keiner kennt. Mit dem Boot könnte ich mich immer durchschlagen. Und was würde dann aus mir? Ja, du hast recht. Ich muss wohl gehen. Gott segne dich. Gute Nacht, Sie Philippa. Und nach 2 Wochen. Und unten steht das Auto. Luca geht darauf zu. Mit seinem Sack. Darin das Brot ist und die Flasche Wein. Bist du Luca? Ja. Wer bist du? Ich bin Munuru. Ich soll dich nach Giardinello fahren. Ja. Steig ein. Nein. Entschuldige, ich will nicht. Luca! Ich will nicht! Ich habe... Wie ein Vieh, das geschlachtet wird, wenn der Besitzer es wünscht. Luca. Und ich habe ihm geraten zu gehen. Er fürchtete sich. Und ich riet ihm zu. Luca. Ich habe den Namen gehört. Munuru. Weiß, wer ihn geschickt hat. Luca ist tot, dachte ich. Nichts macht ihn wieder lebendig. Warum sollte ich sprechen? Seit einem Jahr bin ich so gut wie stumm. Warum sollte ich sprechen? Zu wem sollte ich sprechen? Denn keiner spricht. Es ist sehr schwer, den Mund aufzutun und solche Worte zu sagen. Aber wenn ich jetzt auf den Platz gehe, wenn ich mich hinstelle, wenn ich den Fremden finde, der im Café sitzt, und sage laut, was geschehen ist, bin ich nicht alt genug, um mich vor nichts mehr zu fürchten? Und wenn einer spricht, Luca, wenn einer den Mut hat und den Mund auftut und anklagt, werden dann nicht auch die anderen, werden dann alle Anklagen kommen, wie vom Himmel, von allen, die bisher geschwiegen hatten, wird dann die Rechnung aufgetan, und die Schuldigen werden gefunden. 100 Zeugen erheben sich.
Ich gehe. Ich gehe, Luca. Auf den Platz, wo der Fremde im Café sitzt. Und alle Namen, die auf den Kreuzen stehen, fangen an zu bluten. Vincenzo Guarino wurde erschossen, mitten auf der Straße. Und Passalacqua, der ein anständiger Mensch war. Und Biagio Figatello. Als er vom Barbier kam, wurde er plötzlich erschossen. Und Camarata vor seiner Haustür. Und Cuccia Salvatore. Und Marcuso Mariano. Man fand sie tot im Gras. Und der Sohn von Casascio bei der Mauer des Friedhofs. Und Leo Luca Mondello. Keiner weiß, warum gerade er. Und Turidu Bono auf dem Platz beim Abendläuten. Wie viele. Und Rossignolo Biagio in Gegenwart seiner Familie in der Via Vallone Grazia. Und Giuseppe Orlando vor dem Eingang der Genossenschaft. Jetzt bin ich auf dem Platz. Dort ist das Café. Da ist der Fremde. Schau, Mariano. Was für eine sonderbare alte Frau. Sie sieht aus... Das ist doch Philippa, Lukas Tante. Sie kommt auf uns zu. Warum starren die Leute sie so an? Ich glaube wirklich, sie ist es. Ich bin Philippa. Ja, ich habe sie erkannt. Wie geht es, Luca? Luca. Wenn Sie erfahren wollen, wie es Luca ergangen ist. Ich bin nur deshalb hergekommen. Ich suche ihn seit Stunden. Wo steckt er denn? Sollen alle es hören. Ist ihm etwas zugestoßen? Was hast du denn, Sie, Philippa? Nichts ist ihm zugestoßen. Nichts ist ihm zugestoßen. Geh nach Hause, Philippa, du bist krank. Nein, Mimo. Nicht krank. Ich mag nur nicht, dass alle mich anstarren. Erzählen Sie mir von Luca. Luca ist nicht mehr hier. Er ist zur See gegangen. Hat in Palermo eine Heuer genommen. Im Februar. Wann er wieder vorbeikommt, weiß ich nicht. Und es geht ihm gut. Er hat weiter keine Sorgen. Sie, Philippa, darf ich Ihnen etwas anbieten? Ein Glas Wein vielleicht? Nein, danke. Ich muss jetzt wieder nach Hause. Sonderbare Frau. So starr. Sehr alt muss sie sein. Ach, da fällt mir etwas ein. Sie, Philippa. Sie, Philippa, ich hatte im vorigen Jahr ein Bild von Luca gemacht. Ich habe es mit. Sehen Sie, hier. Wenn Sie so gut sind, es ihm zu geben. Wenn er einmal hier sein wird. Oder nehmen Sie es für sich? Was wolltest du noch von ihr? Das Foto. Aber es schien ihr nicht zu gefallen. Sie hat es nicht genommen. Lass uns jetzt gehen. Mariano,
Sizilianischer Frühling von Fred von Hörschelmann. Es sprachen Mariano Firino, Peter Passetti, Lelia Dagmar Altrichter, Luca Firino, Gerd Baltus, Philippa Mila Kopp, Ciccio Joachim Tege, Don Carmele Fritz Rasp, Mimo Günther Ungeheuer. Ferner Walter Blum, Herbert Fleischmann, Norbert Kappen, Horst Sachtleben, Klaus Schwarzkopf und andere.